Herr Neuhaus, morgen beginnt die Saison. Wie gut vorbereitet sehen Sie Ihre Mannschaft? Ich denke, dass wir gut vorbereitet sind. Genau weiß man es nie. Wir haben alle Testspiele gewonnen in der Vorbereitung. Ist keine Garantie für automatisch einen guten Start zu haben. Trotzdem, ja, glaube ich, ist mir die Sache schon lieber, als wenn man irgendwo 2-3 Niederlagen mit richtig schlechten Spielen hinter sich hätte. Selbstvertrauen hat sich die Mannschaft schon erarbeitet und ich hoffe natürlich auch, dass wir es morgen auf den Platz bringen. Sie haben in der Zusammenstellung der Mannschaft sehr darauf geachtet, jetzt auch erfahrene Spieler zu holen. Hat sich das in der Vorbereitung schon bemerkbar gemacht, dass die Mischung da ganz gut ist? Ich glaube, die Erfahrung, die wird irgendwann später mehr gebraucht als in der Vorbereitung, wo jeder auch positiv hineingeht, wo die ersten 4 Wochen völlig problemlos waren, überhaupt keine Zwischenfälle oder keine Angelegenheiten war, wo man als Trainer eingreifen musste. Auf dem Platz die Erfahrung zu zeigen, das ist, glaube ich, notwendig. Vielleicht oder mit Sicherheit auch schon morgen in bestimmten Situationen, wenn man nicht ganz den Zugriff hat, wenn es nicht ganz so rund läuft, dass man dann die Erfahrung hat und gewisse Dinge auf dem Platz auf den Weg bringt. Das ist schon wichtig. In der Vorbereitung, glaube ich, war es noch nicht so notwendig. Jetzt sind Sie ein sehr routinierter Trainer, haben sehr viel Erfahrung. Ist es für Sie trotzdem morgen ein besonderer Tag? Ja, jeder Saisonauftakt ist immer mit Kribbeln verbunden, mit besonderem Kribbeln. Kribbeln hat man eigentlich immer, weil man immer gewinnen will und nie weiß, was das Spiel so letztendlich bringt. Es gibt so viele Situationen während eines Spiels, wo ein Spielverlauf auf den Kopf gestellt wird, wo man aus dem Rhythmus gebracht wird durch unterschiedliche Dinge. Also man muss sich möglichst gut vorbereiten. Ich denke, das haben wir getan, auch in der Vorbereitung auf den Gegner, dass wir viele Informationen eingeholt haben. Das gibt einem schon ein gutes Gefühl. Sie haben sich für Michael Häfele als Kapitän entschieden. Er ist mit 24 noch einer der Jüngeren. Was hat den Ausschlag gegeben? Ja, seine Art und Weise, wie er sich in der Mannschaft präsentiert, wie er Trainingseinheiten absolviert, wie er Verantwortung übernimmt. Das war, ja, beim Pferderennen würde man sagen, eine Nasenspitze, war er da vor Marco Hartmann. Alles klar, Dankeschön. Ja. Danke.